So, nach der jetzigen Unterbrechung, es tut mir leid, Leute. Ja, wir haben jetzt gerade mal kurz die Truppen zusammengezaubert. Ja, also ich muss sagen, jedes Mal, ne, jedes verdammte Mal, immer wenn ich aufnehme, Anrufe, Postbote, alles ausmal, jedes Mal. Ich habe immer das perfekte Timing, das ist unglaublich. Aber egal, ich habe jetzt tatsächlich das Spiel mal durchlaufen lassen, in Form von, dass sich all unsere Truppen eben sammeln können. Ja, also nicht vorgearbeitet, ja doch, schon vorgearbeitet, aber mal ausnahmsweise mal ein bisschen was erspart tatsächlich, weil normalerweise ein bisschen alle oben sind, bis alles produziert ist. Wisst ihr selber, das braucht ja massiv Zeit, ist ja ganz klar. Ist ja auch ganz ehrlich, vollkommen okay. Da gibt es ja bekanntlich Schlimmeres. Aber ja, ich dachte mir, komm, lässt sich das jetzt ausnahmsweise mal laufen. Und dann haben wir auch da ein bisschen Ruhe. So, aber dieser unermessliche Nachschub, der ist echt heftig. Auch hier, schaut euch das mal an, wie viel einfach schon wieder sich regeneriert haben. Das darf einfach nicht wahr sein. Also im Moment, das ist wirklich schon ein bisschen knackig, das Spiel. Muss ich sagen, wie es ist. Also, ja, aber genau darauf kommt es ja auch an. Wir wollen ja schon ein bisschen Herausforderungen haben, ist ja ganz klar. So, jetzt gucken wir mal hier. Zack, auf die Kleriker. Los, 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 los. Mal ganz kurz schauen, wie viele Leben haben denn... Aha, schaut euch das mal an. Die machen sich auf dem Weg, um gleich gegen uns zu kämpfen. Das heißt, sie werden jetzt nochmal zurückgehen, werden... Die... Wobei, wollen wir wirklich zurückgehen? Es wäre schlauer, wenn wir zurückgehen, weil... Wobei, ganz ehrlich, nein, wir gehen jetzt rein, kommt, let's go! Diesen Kampf, den werden wir nicht verlieren. Da bin ich mir sicher. So, let's go. So, los, Harald. Jetzt brauche ich dich in voller Montur, in vollem Einsatz. Du musst diesen Leuten jetzt auf die Fresse geben. Weil, ja, also unser Harald, der darf einfach nicht mehr rumstehen. Wirklich nicht. Es ist einfach eine Schande, dass der Kerl rumsteht. Ne, ich sag's euch. Es ist eine Schande, dass dieser Kerl einfach nur den faulen Mann spielt. Sag ich euch, wie es ist. So. Zack. Genau, Harald. Guck mal. Genau so arbeitet man. Genau so kämpft man. Du kannst es durch. Doch. Guck doch mal allein deine Rüstung an, Harald. Wirklich. Du brauchst doch keine Scheu haben. Dir passiert gefühlt eh nichts. So, da kommen auch schon wieder die Nächsten. Die machen den Mogli und schleichen sich an mich vorbei, aber das ist okay. So, Harald, komm rein damit. Komm auf den Speer. Was macht mein Team hier? Ja, komm. Hier, auf die gehen wir jetzt noch kurz. So, wir haben auch nicht viele verloren, ehrlich gesagt. Das ist mir eigentlich ganz recht. Sondern müssen wir ja gleich rein. Weil noch ist die Nachschubkette klein. Das heißt, wir haben auf jeden Fall solide Chance. Harald, rein mit dir. Wo steckt Harald wieder? Ah, da steckt Harald. Man kann sagen. Junger Mann, arbeite. So, let's go. Ja, genauso, genauso. Ja, wunderbar. Let's go, Leute. So, endlich mal. Sie haben was geschissen bekommen. Jetzt geht's aber rein. Jetzt machen wir kurz mal diese Versorgung kaputt, dass wir die nächsten Zwerge auch beordern können. Weil wir müssen definitiv handeln, das ist ganz klar. Weil diese Nachschubkette muss unterbrochen werden. Dass wir nur noch von einer Seite attackiert werden können. Dadurch, dass wir das Lager nämlich attackiert haben, konnten sie jetzt von zwei Seiten aus angreifen, jedes Mal. Aber das wird jetzt unterbunden, natürlich. So, Harald, rein mit dir. Schau mal, deine Truppen brauchen Hilfe, mein Junge. So, zack. Genau, hau den Sergeant, hau ihn einfach. Ja.
Ja, genau. Guck doch, so funktioniert das, Leute. Ich glaube, meine Elfendamen, die dürfen noch mal ein paar Türme bauen. Zum Ruhme Arin, was ihr wollt. Wie ihr wünscht. So, Harald macht hier schon die ganzen Gebäude kaputt. Das macht er gut. Harald, guck mal. Hier habe ich noch einen Corporal für dich. So, kann man kurz gucken. Machen wir noch mal zwei Priesterlein. Ah, genau, Harald. Dann schaut euch an, die nächsten Truppen sind auf dem Weg. Aber eigentlich dürften wir das easygoing zurückschlagen können. Eigentlich. So, schaut mal her, ihr dürft hier den Corporal noch angreifen. Ja, genau so macht man's, Leute. Ja, guck mal an hier. Das funktioniert doch easy going. So, dann looten wir hier die noch schnell. Alter, und meine Truppen stehen hier rum, oder was? Was soll das? Jetzt helft doch mal den Bauern! Wunderbar. So, all meine Truppen schnell zurückziehen lassen, bis auf Harald. Harald muss mal mit Sunda reden. Dass uns jemand von diesseits des Walds zu Hilfe kommt. Als wir den Kampf verloren wurden, wuchs unsere Hoffnung auf Befreiung. Gebe Schande, dass es noch nicht zu spät ist. Zu spät, wofür? Meine Tochter Gwen ist schwer krank. Alle Wege in eine andere Stadt sind blockiert. Und oh je. Ich hatte ohnehin nicht mehr viel von ihrer Medizin. Dann haben mir diese elenden Bastarde auch noch den Rest genommen. Falls ihr irgendwo bei den Söldnern eine Flasche findet, die nach Brandwein riecht, bringt sie mir, bitte. Mhm. Machen wir auf jeden Fall, Sunda. Wie geht es, Gwen? Noch ist ihr Zustand unverändert, aber ich fürchte, das wird nicht mehr lange so bleiben. Mal gucken. Ist dies die Medizin? Ja, den Göttern sei Dank. Gwen wird leben. Danke. Ich werde sie sogleich zu ihr bringen. Was wollt ihr als Belohnung? Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun. Ihr habt meine Gwen gerettet. Bringt eure Tochter zuerst die Medizin. Die anderen Dörfer haben mir Güter geschenkt. Wenn ihr wollt, tut das Gleiche. Das werde ich. Ich schicke sofort einige Leute los und lasse euch bringen, was wir entbehren können. Wunderbar, dankeschön, Sunda. Könnt ihr noch Rost? Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, Freund. Doch unsere. Achso. Ja, das ist klar. Eigentlich wollte ich gar keine Rohstoffe haben. Aber das ist okay. Wir haben nochmal Rohstoffe bekommen. Ich weiß zwar nicht, wie viel, aber das passt. So, wunderbar. Das nächste Dörfchen ist gerettet. Befreit die Bauern von den Söldnern, befreit den Schreiber, erklimmt den Gottwall. Ja, sind wir ja dabei, mehr oder weniger. Aber ich glaube, unsere Arbeit machen wir hier echt gut. Und das heißt, wir können uns hier neu positionieren. Sehr stark, dann bauen wir hier gleich mal nochmal einen neuen Frostbringer. So. Na, kommt aus dem Weg mit euch. Zack, ihr geht schon mal zu mir. Gibt es Arbeit? So, die Zwerge dürfen die Mine hinten machen. Genau. So, schaut mal her. Ihr müsst dahin. So. Dann können wir jetzt nochmal die Wegpunkte neu setzen. Die können wir jetzt nämlich hier oben hinsetzen. Beziehungsweise beordern. Genauso wie die Zwerge. Dann haben wir noch ein paar Älteste, ein paar Kriegspriester nochmal. Denn Heal brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben nochmal ein paar Windschützinnen. Günstige Vereiserinnen sind das auf jeden Fall. Und dann passt auch der Lachs hier. So, unsere Armee hier ist schon mal
mächtig, mächtig, schmächtig. So, dann nochmal hier Frostbringer rein. So, aber mein Völkchen ist ganz schön willig hier. Also die sind richtig auf Stress aus hier. Ich würde sagen, wenn sie schon so auf Stress aus sind, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter nach oben, hä? Ab auf den Wall, wir erklimmen ihn, wir kämpfen uns da durch. So, während die anderen Truppen sich reproduzieren. Beziehungsweise, ja, das war auch schon das Letzte, was wir erzeugen konnten. Bin mal gespannt, wo es weitergehen wird. So, aber ich glaube, wir haben tatsächlich eine relativ gute und simple Taktik, um diesen Wall zu erklimmen. Wichtig und richtig, sage ich da nur an der Stelle. So, schaut mal her. Jetzt brauchen wir hier nochmal ein paar Bogentürme. Ja, das wünsche ich. Dankeschön. So, erstmal kurz den Kriegspriester heilen mit unserer Heilung. Auch hier nochmal den Verteidiger heilen. So, guck mal, Harald, du darfst direkt in die Offensive. Du darfst direkt kämpfen gehen. So, Eismargerin, du darfst auch dich schon mal bewegen. Genau, guck mal, ihr verprügelt noch den Speer hier, dann passt die Sache. Zack, einmal Schlachtruf an, let's go. Sehr stark, Leute. Ich sag ja, Harald ist trotzdem so ein kleines bisschen faul, ne? Ich will ja nicht frech oder unhöflich erscheinen, aber er ist schon faul. So, wunderbar. Dann können wir hier noch Türmchen basteln. So, jetzt gibt es nur noch diesen einen Weg nach oben. Jo, was kommt da wieder an? Was ist das denn? So, ah, schön eingefroren. Harald kann ihm eins auf den Schlitz geben. Sehr stark. Zack. Ja, komm, Harald. Hau den Kleriker. Sehr schön. So, guck mal, ihr baut jetzt hier vorne. Baut ihr Frosttürmchen und auch ihr. Baut mir hier ein Frosttürmchen. So. Sehr schön. Harald, komm, ran hier. Okay, wir haben eine einzige Einheit verloren. Das ist schon mal ein gutes Omen. Das ist sogar ein sehr gutes Omen, Leute. So, jetzt lassen wir erstmal kurz unsere Truppen versammeln, dass wir alle wieder beisammen haben. Dann würde ich sagen, speichern wir mal ganz kurz, weil das dürfen wir natürlich auch nicht außen vor lassen. Ist ja ganz klar, ne? So, dann gehen wir weiter jetzt. Let's go. Die nächsten Hypnotisten sind auch da. Ich glaube, das nächste Dörfchen können wir jetzt dann befreien. Das ist auch sehr stark. So, zack. Hypnotist, komm mal her. Ah ja, guck mal an. Hier, das ist die Versorgungsroute von denen wieder. So, da haben wir auch schon wieder eine neue Chest. Die nehmen wir auf jeden Fall gleich mal mit. So. Komm, Harald, ab auf den Hypnotisten. Fische! Ja gut, aber die bringen uns leider nichts. Das ist leider ein bisschen doof, dass die uns nichts bringen. Komm, Harald, du musst weiter vor. Ja, was steht denn da bitte? Sehr stark. Vorsicht, Gegner.
So, schaut mal her. Euch brauche ich jetzt, ne? Seid doch nicht so scheu. Kommt rein, Leute. Okay, das läuft, ja, ich weiß noch nicht ganz, ob es gut läuft oder nicht. 126 Damage Schlag! So, komm mal her, auch hier, ihr greift mir bitte an. Und ganz, ganz wichtig, dass wir schon mal eine Nachschubquelle an Truppen vernichten können. Na gut, wir gehen Klerige boxen erstmal. So. Erstmal kurz die Truhe hier looten. So, zack. Dann machen wir gleich mal die neuesten Ältesten. Noch mal ein paar Kriegspriester. Zwei Eismagierinnen. Oh mein Gott, vier Türme! Übertreibt's doch! Also ich glaube, die wollen es wirklich wissen, Leute. Komm, Harald, mach mal die Hütte kaputt hier. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Keine Ahnung, ob es geht, aber ich finde, das klingt eigentlich ganz gut hier, oder? So, machen wir die ersten Türmchen hier. So, dann machen wir hier Wachtürmchen. So, ehrlich gesagt lief dieser Angriff gar nicht mal schlecht. Aber das Dorf ist mir irgendwie ein bisschen zu leer. Was? Tamira Hall. Oh, Mondsilber, Leute. Steine! So. Harald, guck mal. Du darfst mit Tamira mal reden. Sehr stark, Leute, sehr stark. Wir haben euch beobachtet, als ihr den Wall heraufgekommen seid. Wer seid ihr? Und was führt euch hierher? Arbeit, was sonst? Ich bin auf dem Weg nach Norden, Frau. Verzeiht, ich bin Tamira. Ich besitze den größten Hof hier auf dem Wall. Warum habt ihr die Söldner angegriffen? Wir haben euch nicht um eure Hilfe gebeten. Nun werden sie sich an uns rächen. Ja und? Dafür bin ich ja da, oder nicht? Wir beenden, was ihr begonnen habt. Nur wenn keiner von ihnen mehr zu ihrem Nest in Falons Heim zurückkehrt, sind wir in Sicherheit. Ja, dafür bin ich ja da. Könnt ihr mich unterstützen? Was meint ihr? Mit Haken und Schaufeln? Nein, mit Holz und Eisen. Erst müsst ihr uns von dieser Söldnerplage befreien. Und denkt daran. Unser Land ist karg und arm. Erwartet also nicht zu viel. Ah, ich weiß nicht, Tamira mag ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, ne? Bin ich ehrlich. Aber okay. Ich muss erstmal kurz ausspähen, was da unten ist. So, einmal hier Türmchen. Auch ihr baut mir hier nochmal ein Türmchen.
Oh mein Gott, endlich Monument. Endlich ein Monument. Wir können Nahrung sammeln, Leute. Sehr stark. Sehr, sehr, sehr stark. Wir können Linie anbauen. Oh mein Gott, Leute. Ja. Oh mein. Hier ist einfach alles Zwerge, Elfen. Oh mein Gott. Wir haben endlich einen richtigen Stützpunkt erlangt, Leute. Das ist klasse. Das ist wirklich, wirklich klasse. Also ja, ich glaube, wir haben hier echt einen Jackpot erlangt. Würde ich jetzt mal behaupten, so. So, schau mal her. Auch hier, zack, gerne einmal hier hin. Okay, wir können nichts produzieren, weil wir Truppen Maximum haben. Aber das ist okay, das ändern wir gleich mal. Weil wir können endlich wieder erhöhen. Woo! 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ihr baut mir jetzt nochmal Mondsilber ab. Steine, also ehrlich gesagt, Stein muss ich mich, glaube ich, ehrlich gesagt nicht sorgen. Weil davon habe ich einen ganzen Arsch voll. Aber Lenia auf jeden Fall nochmal, dass wir eben unsere Eis- und Windschützinnen, unsere bezaubernden Windschützinnen kreieren können. Natürlich ganz klar. Ja. So, und Lenia. Wo haben wir denn den Lenia-Sammler? Hier. Zack, der wird erstmal hingesetzt. Auch die Mondsilbermine. Wie gesagt, Mondsilber ist so ein Ding, was wir einfach noch nicht, ehrlich gesagt, noch nicht genug haben. Aber das ist auch in Ordnung. Genau, hier einmal das bitte abbauen. Dann machen wir nochmal 5 Elfinnen. Und dann bauen wir die Beeren ab. Für nochmal Nahrung, dass wir nochmal natürlich ein bisschen boosten können. Aber das heißt, wir haben hier endlich mal es geschafft, ein bisschen Ruhe zu haben. Sehr stark. Sehr, sehr starke Leistung, Leute, wirklich.